Wer ist am Telefon? Hallo, Krasnitschi. Und der Vorname, Herr Krasnitschi? Krasnitschi Sabit. Okay, welchen Beruf haben Sie? Polierer. Polierer? Ja. Was ist denn Polierer? Ja, Polierer, das gibt's, dieser Beruf. Was macht der, Autos polieren? Ja, so Autos polieren. Ja, genau, sowas. Nee, also ganz im Ernst, das... Also Polierer, Autoindustrie, Polierer gibt's. Also ich arbeite selber als Polierer. Sie arbeiten als Polierer? Ja. Und der Beruf heißt Polierer? Ja, also wir machen Stoßfänger. Lackierer, das... Lackierer sehe ich ja ein. Polierer. Aber Polierer... Polierer. Ja, Sie polieren auch, aber der Berufsbezeichnung ist doch nicht Polierer. Ja, das ist Polierer, das ist hundertprozentig ein Beruf. Mein Redakteur, hast du alle Listen durch da oben? Polierer ist hundertprozentig ein Beruf. Es gibt, wir haben oben jetzt alle Listen durch, es gibt keinen Polierer, es gibt einen Maler und Lackierer oder so, aber den Beruf als Polierer, den gibt's nicht. Bleiben Sie dran, ich schenke Ihnen 50 Euro, ja? Ach komm jetzt. Ja nicht, ach komm jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft. Was soll denn der Polierer sein? Wir möchten heute von Ihnen haben Berufe, meine Damen und Herren, die auf ER enden. Wir haben eine reichhaltige Auswahl. Insgesamt sind es 10 Berufe, die alle eins gemein haben. Die haben das ER zum Schluss. Und wir lösen auf, meine Damen und Herren. Es wäre noch gewesen der Kanalarbeiter, der Tätowierer, dann haben wir noch den Sortierer, wir haben den Wasserträger, den Isolierer, den Polsterer und den Polierer. Polsterer und Polierer und Isolierer fand ich noch leicht. Berufe, die auf ER enden, also nicht Berufe, die auf ER beginnen, sondern wirklich überlegen Sie mal, welche Berufe gibt es, die auf ER enden. Wir haben eine reichhaltige Auswahl. Ihre Lösung? Fleischzerleger. Nochmal? Fleischzerleger. Fleischzerleger, sagt man das? Es gibt doch keinen Beruf, der Fleischzerleger ist, ein Schlachter oder ein Metzger, Kinder. Fleischzerleger. Was hast du gelernt? Fleischzerleger. Nee. Schon bei den Berufen bleiben, die es gibt. Ich sage Ihnen ganz kurz, was die Lösung gewesen wäre. Der Borstpinselmacher, meine Damen und Herren, der macht die Borstpinsel. Der Akustikschreiner, der Fleischzerleger, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Fleischzerleger, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann.